Multi-Agent-System oder Multi-Agenten-Systemen, das ist Systemen, welche besteht aus mehreren Agenten. Und diese Agenten soll intelligent sein. Man wirft eine Aufgabe in den Raum und die verschiedenen Agenten, die wissen, was sie können. Der eine kann transportieren, der andere kann vielleicht fräsen, wieder ein anderer kann bemalen. Das heißt, wir haben hier Agenten, die miteinander in einem Kontext zusammenarbeiten und verschiedene Aufgaben erledigen sollen. Mit solchen Systemen erreichen wir unheimlich große Flexibilität. Wir können Logistik zum Beispiel in dieser Form realisieren. Das bedeutet, Materialien werden transportiert zu entsprechenden Arbeitsstationen, zum Beispiel zu unserer Anlage. Fertige oder halbfertige Produkte können wieder abgeholt werden und weiterentwickelt werden. Das ist jetzt ein dynamischer Teil von unserer Fabrik. Theoretisch in Zukunft kann die gesamte Fabrik nur aus solchen Agenten bestehen. Die Indoor-Navigation von unseren Multi-Agenten-Systemen funktioniert derzeit über eine optische Verifikation. Das heißt, man kann sich vorstellen, zum Beispiel in der Produktion kann man an der Decke verschiedene Kameras befestigen, die die Produktion überwachen. Zu der Überwachung kann ich über diese QR-Codes Informationen bekommen über die Orientierung und über die Position im Raum und kann so natürlich zu den Sensoren, die ein Roboter selber natürlich auch hat, nochmal eine Verifikation bekommen. Durch sowas wie diese Indoor-Navigation kann man zum Beispiel auch viel in Computer Vision investieren, sodass man zum Beispiel so eine Art automatisierte Produktionsstraße vielleicht noch besser überwachen kann. Es kann ja sein, dass auch mal eine Person in die Produktionsstraße läuft oder mal eine Taube reinfliegt oder ein anderes Tier. Dann muss man reagieren. Zukünftige Thema zum Beispiel, wir können nicht nur mit Robotern, welche auf Boden fahren, arbeiten. Wir können noch dazu eine fliegende Drohne nehmen. Und das ist schon auch ein intelligenter Agent. Beim Kunden wäre das natürlich ein modulares Baukastensystem. Das eine ist Kommunikation, das andere ist Hardware, das andere ist vielleicht die Cloud, die ich mit dran baue. Ich will vielleicht noch eine Machine Vision mit drin haben. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit bei AXU relativ modular zu sagen, wir schneiden irgendwas ab, was der Kunde nicht braucht. Oder wir fügen auch noch etwas dem Ganzen hinzu, sodass wir hier eine komplett runde Lösung für den Kunden bekommen. Wir können in jede Fabrik anfangen. Wir haben einen Bestandteil, welchen wir sollen nicht anfassen, never touch running system. Wenn das ist optimiert und gut läuft, dann sollen wir vielleicht nicht anfassen, aber wir können ergänzen. Und das lässt sich sehr, sehr flexibel ergänzen.